Das ist schön für diese Legende. Naja, wir haben ja noch ein Rätsel. Deswegen, du kannst dann an mir vorbeiziehen. Als Reporter. Oh. Als Reporter kommt man ganz schön rum, was, Samuel? Wenn es irgendwo brennt, rieche ich den Qualm als Erster, sage ich immer, mir entgeht keine Schlagzeile. Okay, eigentlich müsstest du es jetzt wieder umstellen. Ah, oh, wir haben ja trotzdem eine Hinweismünze nicht mehr. Oder noch ein Rätsel. Nein, glaube ich nicht. Eigentlich müsstest du noch kurz umstellen, aber wir können es ja auch eigentlich. Ja, wir können es ja auch lassen, weil was passiert denn sonst? Oh nee, das LR ist es nicht. Natürlich nicht das Banner. Warum sollte es das Banner sein? Weißt du, es ist das vorbeifahrende Auto. Das wäre echt fies. Da oben ist es eigentlich nicht gewesen. Auch nicht. Also irgendwas muss hier ja noch sein. Okay, Sniffler ist es nicht, denke ich mal. Ah! Nee, auch nicht. Das ist bloß der Fluss. Ich mache mir mal kurz ein bisschen Ton an. Oh, ich hab's. Glaube ich. Es ist irgendwas ganz Kleines. Ich hatte es gerade. Also, es war hier oben irgendwo. Nicht? Da wieder! Ich hatte es gerade. Ich hab's. Das ist Oh. bei dem Brückeneingang Ah, weiter. ja, ich hab's. Ich Ja. hab's. Ja. Oh Gott! So, gucken wir mal zurück bei. Ah! Im Foyer ist noch Ah, okay. das Rätsel. Okay, dann. Wahrscheinlich bei Mr. Banker. Nö. Nein? Okay. Dann haben Ich wir. weiß zwar nicht, bla bla bla. Dann haben sie es übersehen tatsächlich, weil das ist ja nicht auf einmal dann wieder da. Na, vielleicht wurde es vorher von irgendwas zugestellt. Oh, mittendrin. Genau vorne, geradezu. Okay. Okay, dann wollen wir jetzt mal. Okay. Leute, die in der Bank arbeiten, müssen sich Tag aus, Tag ein mit Papierkram rumschlagen, oder? Tja, das ist ja auch ihr Beruf. Wir müssen doch auch Papierkram erledigen, jedenfalls du, wenn wir nicht gerade mit einem Fall beschäftigt sind. Ja, das hast du aber schön gesagt. Oh, das erinnert mich an ein tolles Rätsel mit Zahn und Gleichung. Nein! Bitte, bitte! Ich muss meinen Zahlentitel. Drei Sehr gut. gewinnt. Oh, das kenne ich. Hier haben wir einen Taschenrechner mit einer zehnstelligen Anzeige. Drücke die Tasten auf dem Taschenrechner viermal, um eine Gleichung einzugeben und fülle die Anzeige mit so vielen Dreien wie möglich. Das Gleichheitszeichen zählt nicht zu den viermal, die du Tasten drücken darfst. Oh, ich werde gerade angerufen. Ich muss Ja, dann möchte ich das Rätsel noch währenddessen. Nein. dann Ich warte. ja. Ich warte. Ich werde mich nicht damit befassen und ich werde nicht dran denken und Okay. ich werde jetzt irgendwie. Und mein Greenscreen ist abgefallen. Ich hänge den mal so lange wieder auf. So, okay, dann habe ich wenigstens keine Zeit, mich mit dem Rätsel zu. Das ist witzig. Mein Zimmer? Anderes Zimmer! Mein Zimmer? Anderes Zimmer! Mein Zimmer? Naja, wie auch immer. Wie auch immer mit dem Zimmer. So, Moment, Moment. Klick. Und wir sind wieder dran. Und es geht sogar halbwegs. Es flimmert gar nicht so sehr gerade. Okay, so. Puh, was mache ich denn jetzt? Ja, da zerstört sie einfach meine Deko. Frechheit. Zerstört einfach so mein Büro. Mein schönes, pinkes Büro. Ja, also, ich darf jetzt nicht an das Rätsel denken. Also, bitte, ich brauche irgendwelche Ablenkung. Ich könnte zum Beispiel mal dieses ganze Schokobons-Papier hier wegschmeißen. Ja,
Vinti hat die Detektei Layton zerstört. Ich fass es nicht, ehrlich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Moment. Sie hat vorhin noch... Das muss ich euch mal zeigen. Hier, mein Mülleimer hat sie vorhin noch hier rübergeholt, damit sie einen Ort hat für die Schokoballs-Papiere. Und was habe ich hier gerade in der Hand, was auf meinem Schreibtisch lag und nicht weiter unten in dem Papierkorb? Also wirklich. So, was? Ich soll mir ein Anime anschauen in der Zeit, in der ich jetzt warte. Moment, so, wenn ich so sitze, dann... Nee, wenn ich so sitze, dann bin ich im Bilde. Warum bin ich so im Bilde? Was, wenn ich das hier schiebe? Dann muss ich noch weiter in die Richtung. Was? Wie? Egal. Ach, ja, die Frau ist aber auch eine. Also wirklich. Einmal mit Profis arbeiten. Nein, das ist gemein, wenn ich sowas sage. Nein, also ich möchte nicht über sie... Obwohl, so lenke ich mich wenigstens von dem Rätsel ab, indem ich über sie lästere. Indem ich böse Dinge über sie sage, die ihr jetzt alle hört und für die ich wahrscheinlich ab morgen Single wäre. Tja. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber oh, ich würde am liebsten jetzt an das Rätsel denken, aber ich darf nicht an das Rätsel denken. Denk nicht an das Rätsel, denk an irgendwas anderes. An was darf man sonst noch denken, außer Rätsel? Ah, oh, bei der Gelegenheit fällt mir ein Rätsel ein. Nein, tut es nicht. Ich könnte mir ein paar Schokobons nehmen. Ich könnte auch versuchen, meinen Greenscreen so hinzubekommen, dass er nicht flimmert. Aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja, ich glaube, das werde ich in Zukunft dann doch vielleicht irgendwann wieder rauslassen. Mano. Hör auf zu flimmern, du. Hör auf zu flimmern. Hör auf zu flimmern. Jetzt habe ich ihn runtergehauen. Ich lasse es so. So. Sieht auch viel, viel grauer aus. Und so. Ich könnte mal wieder Licht anmachen, dann sieht es nicht mehr so grau aus. Hey, Entschuldigung. Dass ich mir vor der Kamera die Hose hochziehe. Ich möchte nur nicht, dass sie so weit unten ist und ihr noch schlimmere Sachen seht. So. Neues Büro. So schnell ist es eingerichtet. Und hier, ich mache das viel, viel besser. So. Oh Moment, die Kamera zeigt ja in die Richtung. Oh, Moment, nein, wenn sie zurück... Oh, warte. Jetzt. Ja, ich hab mal das Dekor weggemacht. Okay, danke. Bist du? Ja. Okay, ich habe mich nicht mit dem Rätsel befasst. Okay. Ich habe stattdessen über dich gelästert. Ey! Nein. Warum sollte man ein Gleichheitszeichen für Dreien verwenden? Also, warte mal. Das verstehe ich nicht ganz. Was gibt's noch? Drücke die Tasten auf dem Taschenrechner viermal, um eine Gleichung einzugeben. Und fülle die Anzeige mit so vielen Dreien wie möglich. Das Gleichheitszeichen zählt nicht zu den viermalen, die du Tasten drücken darfst. Okay, dann probieren wir es mal. Hier, du musst gefälligst noch dir was aufs Ohr setzen. So, okay. Ach, das ist kein Mathe-Rätsel, das ist ein... Moment, wo ist denn da ein Ist-Gleich? Da ist doch gar kein Ist-Gleich. Ja, du musst es dann bestätigen. Du musst ja nur die Gleichung eingeben. Ach so. So viele Dreien wie möglich. Es gibt ja auch kein Komma. Moment, was passiert, wenn ich...
Was gibt's noch für Dreien? Dreien sind ja also in Römisch, das ist ja, das passt auch nicht. Ich brauche einen Hinweis. Ich nehme jetzt einen Hinweis. Ich weiß es, ich weiß was. Oder auch nicht? Moment. Wie könnte man so viele Dreien wie möglich hinkriegen? Wie geht das nur? Nee. Hey, hast du geguckt? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte mir, du willst gleich lösen, also von daher. Hey, du hast geschummelt. Du hast drauf gedrückt und da habe ich gedacht, du, ich habe nicht geschummelt, ich habe es ja nicht richtig. Also was ich eingegeben habe. Ja, aber ich wäre nie drauf gekommen, das einzugeben. Warum? 33 mal 1? Ja, dann ist es 33. Ja, eben. Ja. Dann kannst du auch nur 33 eingeben. Dann wären es aber nicht 4 Sachen. Ja, aber du kannst auch 4 Dreien eingeben und dann hast du mehr Dreien als da. Aber was heißt denn das? Mit so vielen Dreien wie möglich. Ich verstehe das nicht ganz so. Muss ich denn unbedingt 4 nehmen? Ah, ich weiß es. So viele Dreien wie möglich. Ich weiß jetzt, was eingegeben werden muss. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Es ist doch ein Mathe-Rätsel! Ich nicht mit Miss Layton mithalten. Das ist ganz fies. Ganz, ganz fies. Ich weiß, dass etwas durch 3 geteilt werden muss. Warum weißt du das? Tipp. Nee, 9 durch 3 ist 3. Pi? Nee, Pi kannst du da nicht eingeben. Du hast kein Komma. Also, du hast kein Komma zum Eingeben. Ja? Das ist echt ein dämliches Rätsel. Aber ja, es stimmt halt. Man kommt dadurch auf 3,33333. Ich bin mir sowas total schlecht. 38317? Was heißt denn 38317? Weiß ich nicht. Was ist 38317? Ich will das jetzt googeln, weil das muss ja irgendwas bedeuten. Das ist bestimmt auch so eine Pop-Reference-Dings. Kaum ist die Detektor zerstört, kann er wieder Mathe. Ja. Ja, jetzt fühle ich mich mehr wie zu Hause. Du kannst dafür sorgen, dass alle Felder die Zahl 3 zeigen, ja. Eine Möglichkeit wäre die Gleichung 10 durch 3. Es geht aber auch 20 durch 6 und 30 durch 9. Oh Gott. Okay. Gut gemacht, Ernest. Das ist die richtige Antwort. Es hat sich offenbar bezahlt gemacht, so viele Bücher im Büro zu wälzen. Ich bin froh, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe. 38317 ist ein Musikalbum von... Peter Maffay. Erst über den Wolken, dann Peter Maffay. Ganz ehrlich, in welchem Jahr sind wir bitte? Sind wir in den 90ern gelandet oder so? Oder vielleicht jemand aus den 90ern hat das gemacht. Ja, ich glaube, der Lokalisator war irgendwie jemand, der die alte Zeit vermisst. Okay, gut. Dass du vor dieser Herausforderung gestellt wurdest, meinst du wohl... Ja. Okay, zurück in die Detektei. Ja. Und speichern. Ach nee, gespeichert. Ach so, du kannst auf einmal doch speichern. Ich hab
Ich bin auf mein Dingens gegangen und hab gespeichert. Ja. Moment, erstmal gehe ich in die Detektei und dann. Wie kommt man nochmal? Achso, ja, nee, Quatsch. Karte, Detektei. Ja. Ja, ich will. Und nochmal speichern. Ja! Oh, wir haben fast 100 Rätsel gefunden. Mhm. Ja. Ja, dieses Spiel macht mir jetzt auch Angst mit diesen ganzen Referenzen an deutsche Musikkultur. Und andere. Es gibt auch welches. Ah! Das ist süß! Deswegen! Das ist wirklich süß. Jetzt verstehe ich auch, warum das Album so heißt. Ah ja, aber ich finde. Also ich finde ja viel besser 7-3. Moment jetzt. 7-3-5-3? Wenn man das umdreht, kommt Esel raus. Oder so eine blöden Sache. Oh, man kann auch etwas machen, was man mit dem Taschenrechner nicht machen sollte, was man generell nicht machen sollte. Und ich sollte lieber nicht weiterreden. Und zwar, man kann theoretisch anhand von Zahlen etwas eintippen, was eine rechte Parole ist. Ah, okay. Und das sollte man nun wirklich nicht machen. Ich habe das mal irgendwann rausgefunden, ich fand es aber trotzdem blöd, dass es geht. Ja, und so auch Sex. Ein Taschenrechner. Ja, mit einem Malzeichen, ne? Ja. Oder nee, manche haben ja auch A, X. B und so weiter. Ja. Stimmt. Nachricht zurückgezogen. Ich hoffe, es schreibt niemand aus, was ich meine, weil das ist etwas, das sollte in YouTube-Chats auch nicht angezeigt werden. Ja. Und so. Und hey, wenn wir Neuwahlen haben, dann können wir nochmal Leuten, die sowas gut finden, zeigen, dass. Ach genau, wisst ihr das? Politik, Neuwahlen könnten vielleicht irgendwann kommen. Oder Minderheitsregierung. Oder Minderheitsregierung, oder ja. Ja, oder das. Ich bin auch nicht sicher, ob ich Neuwahlen wollen würde. Nicht, dass dann diese Parteien tatsächlich noch besser dastehen als so schon. Minderheitsregierung würde ich tatsächlich einmal. Ja, ich würde es gerne mal versuchen. Hat ja mit Theresa May auch funktioniert. Nee, aber ich meine, dann wird wenigstens mal über ein Gesetz diskutiert und nicht einfach durchgewunken. Hm. Ah, ja, mit einem Rechner mit Cosinus, Sinus und Tangens und so weiter kann man noch mehr. So, was? Achso, spiel endlich das Spiel weiter. Oder wollen wir jetzt... Ich würde sagen, nee. Wir haben schon zwei Runden, ja. Stunden rum. Zwei Runden stumm. Ja, nee, und wir wollen auch, glaube ich, bald dann mal was essen. Ja. Du hast ja die ganze Zeit... Und du hast es nicht mal in den Mülleimer geworfen! Hab ich! Nein! Ich hab das hier weggenommen und hab's in den Mülleimer geschmissen! Jetzt danach, komm! Achso, okay, gut, das wusste ich nicht. Oh, in den neuesten Umfragen ist die Union bei 29%. Wer hätte das gedacht? Und ich will gar nicht wissen... Naja, ist ja auch egal. Nicht Politik jetzt, sondern Schluss. Ja. Ist, glaube ich, auch kein Thema für ein Let's Play. Sollte man... Ja, sollte man vorsichtig mit sein. Ja. Also gut. Dann, tschüssi! Tschüss!